Den Trend, dass es immer weniger Kinderkliniken gibt, beobachten wir schon lange. Und auch die Kinder- und Jugendmediziner warnen. In den letzten 20 Jahren ganz viele Betten geschlossen worden. Sie sprechen sogar von einem Sterben der Kindermedizin in den Krankenhäusern. Woran liegt das? Ganz einfach, Kindermedizin wird nach Pauschalen bezahlt und die reichen nicht. Denn man braucht für Kinder viele Menschen, die sich um die Kinder kümmern, und man braucht spezielle Leute. Und deswegen ist es falsch, die so falsch zu finanzieren, wie es aktuell passiert. Für die kranken Kinder und für ihre Eltern bedeutet das, dass eben jedes kranke Kind auch als Kind betrachtet wird und nicht als Fall, dass es nicht nach Pauschalen abgerechnet wird, sondern nach seinem Bedarf und nach dem Bedarf der Eltern. Das ist ganz besonders wichtig. Kinder und Jugendliche sind insbesondere durch ihre unterschiedlichen Entwicklungszyklen, aber auch durch die entsprechenden familiären Hintergründe, brauchen ganz unterschiedliche individualisierte Behandlung. Insbesondere im ländlichen Raum ist es so, dass je weiter die Kinderklinik entfernt ist, auch wenn sie ambulant behandelt, was für Kinder viel angenehmer ist, dass dann immer weite Wege zurückzulegen sind. Das ist für Familien, gerade wenn sie berufstätig sind, kaum zu leisten. Deswegen muss die Kinder- und Jugendmedizin in der Fläche präsent sein. Wir wollen als erstes, dass die Fallpauschalen der Kinder- und Jugendmedizin aufgegeben werden. Wir brauchen eine Grundfinanzierung für diese spezielle Medizin und wir brauchen auch eine Unterstützung für Kliniken im ländlichen Raum, damit sie weiter Kindermedizin anbieten können. Wir fordern aus dem Konjunkturpaket des Bundes 13% aus dem Block der Krankenhausfinanzierung ganz besonders für Kinder und Jugendliche aufzuwenden. Das sind 390 Millionen, mit denen man eine Menge anfangen kann. Und Jens Spahn ist gefordert, diesen Bereich wirklich in Betracht zu ziehen, darauf zu achten, was hier passiert. Wir müssen eine Werbekampagne für Kinder- und Jugendmediziner starten, denn wir brauchen die Fachkräfte, damit wir auch zukünftig Kinder anständig versorgen können. Wir haben jetzt diese Forderung an Jens Spahn gestellt, als Partei, aber durchaus auch die SPD-Bundestagsfraktion stellt sich dahinter und wird mit ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Bärbel Baas eben auch dafür sorgen, dass diese Mittel, wenn sie verteilt werden, auch bei den Kinderkliniken ankommen, damit diese erhalten werden können.